Leute, willkommen zurück zu Final Fates Vermächtnis. Wir sind nochmal am Anfang der Mission, denn ich muss doch mal ein bisschen rabiater vorgehen. Ja, es geht nicht, Leute, es geht einfach nicht. Ja, ich muss hier gleich mega rabiat vorgehen. Zack, Alter, ist mir alles egal. So, so, ich mache jetzt einfach hier alle ein Mega-Kombo. Ja, weil ich meine, was soll's, ne? So, Moment. Hoppala. So, Saizo und hier Dingsbums hier, ne? Zack, kein Problem. Da habe ich zwar weniger Einheiten, aber ist doch nicht so schlimm. Leider sehr, sehr stark. Ich weiß, aber was soll's? So, der hält leider echt nichts aus. Leider. Da kommen ja auch so viele denn an, obwohl nur einer kommt. Okay. Wenn ich jetzt hier gehen schon mal ein bisschen weiter. Hochade. So, ich mach glaube ich halt. Ups, nicht trennen. Nee, bleibt schon ein Kombo hier. So, die kann ja nicht. Die können ja da nichts anderes machen. So, mache ich hier auch noch Caden oder sowas. Mit hier sie gleich dazu. So, okay, dann Hochade. Lalalala. So, jetzt halt natürlich hier Takumi da. Nee, hier Hinoka dabei, die jetzt ja nicht so viel bringt, leider. So, die sollen mal Takumi hier helfen, die beiden. So. Die anderen kommen soweit klar, würde ich mal behaupten. Okay, Leute, probier's mal so aus. Und nochmal speichern. So, Leute, die Nebenquests. So, kein Problem, Leute, kein Problem. So, alle besiegen. Ist auch eine riesen Welt. Naja, wo, Alter, wie viel das ist, ey. Ich hoffe nur, dass hier keine nachkommen. Dann werde ich natürlich richtig sauer, aber gut, egal. So, dann erstmal hier einen killen. Ich hoffe, sie trifft zweimal. Kommt schon mal, ihr müsst doch da gegenseitig beeindrucken. Ihr müsst doch hier Friendos sein, Alter. Natürlich. Wisst ihr, beim letzten Part, der Gegner hat mit 2x67% getroffen. Ich treffe nicht. Natürlich nicht. So. Alter, Angriff 0. Okay, alles klar. Doppelkatana, weil ich so mega stark bin, Alter. Weil ich hier Waffenvorteil habe. Zack. Wieder unnötiger Quid. Zack. So, na war doch cool. So, die würde ich halt gerne die hier auch also trotzdem weiter alle abballern. Mit Asura, aber dass das dann eher nur noch von einem angegriffen wird. Alter, weggequittet. So, Level up. So. Yes. Richtig, yes. So, weil wenn der jetzt stirbt, dann kommt nur noch der hier, ne? Weil der kommt denn nicht. Ja, alles klar. Dann machen wir das mal so. Asura wird dann zum Glück auch nicht angegriffen. So, schnappt ihr mal den Lümmel. Einer mit Meisterbaum. Richtig, richtig übel. Got you back. Couldn't get help. Es geht nicht um meinen Sohn. Ja, das fängt darum auch schon an. Alter, die sind aber müssen aber richtig stark sein. Warum bringen die da so viele Erfahrungspunkte? So, jetzt kann nur der kommen. Den überlebst du ja wohl hoffentlich. Mann. Obwohl der. Okay, jetzt hast du wenigstens 19 Verteidigung. Na, mal schauen. Jetzt wäre ja hier. Muss ich immer noch hoffen, dass. Ne, dass halt wenigstens. Hier sonst. Dass der wenigstens einen Angriff überlebt. Wisst ihr, der hat schon 13 Verteidigung. Der hat 33. Mist, der wird ja doppelt. Das ist natürlich schlecht. Wenn der jetzt hier doppelt wird. Kurz mal gucken. Items. Erbschaftssiegel verwenden. Okay. 11 Geschwindigkeit dazu, dann wird er nicht mehr gedoppelt. Okay, alles klar. So. Kennen wir doch schon. Kann ich das überspringen? Ja, alles klar. So. Das sieht auch komisch aus. Er ist viel zu groß. Egal. Dum, bum, bum. Ready. Luftüberlegenheit. So. Okay, jetzt ein Angriff sollte er hoffentlich überleben, ne? Was ist denn Luftüberlegenheit? Vielleicht Treffer und bloß außer gegen fliegender Gegner an. Das ist sehr schön. Das ist doch schon mal sehr, sehr schön. So, jetzt muss ich bloß noch hier schnell die hier killen. Yes, mit Wächter. So, zack. Alles klar. So, sieht aus, ob der erste Zug ein bisschen besser wird. So, Ryoma, du musst ja auch noch irgendwo hin. Wo schicke ich jetzt Ryoma hin? Hier einfach nach unten zu den ganzen Axttypen? Ja, wa? Es sind nicht alles Axttypen, ich weiß, aber. Es ist Ryoma, Leute. Dem ist alles scheißegal, Mann! Ich würde auch noch ein paar nach hier schicken.
So, sie hat ja diese komische... Ah nee, Sakura hat jetzt noch nicht diese komische Magieabwehr. Was echt geil ist. So, aber... So, hier könnte ich aber... Jo, den mit Fimbulwinter anlocken. Sehr schön. So. Ja, dann mal let's go. So, dann überlebst du hoffentlich. Alles klar. Trefferchance ist sehr gering. Aber ich vermute... Okay, sehr schön. Vermutung war fail. So, 21%. Come on. Und tschüss. Ja, Takumi-san. Oh. So. Ist mir alles scheißegal. Es sind die Nebenmissionen. Hier, dass hier Ryoma seinen Sohn nicht... Oh Gott. Dass Ryoma seinen Sohn nicht gekriegt hat, macht mich immer noch so sauer. Autsch. Boah. Also komm, du kannst jetzt mal deinen Himmelsspalter machen. Den hast du so oft immer eingesetzt. Jetzt ist es wichtig. Ja, sehr schön. So. Alter. Ein Doppel-Himmelsspalter. Yeah. Sehr schön. Wisst ihr, Orochi? Orochi lässt mich nie im Stich. Die ist cool. So, ist ja auch Orochi. So, okay. Jetzt habe ich hier noch ein bisschen natürlich Stress, ne? Was heißt Stress, ne? Ich muss ja einfach bloß ein bisschen crazy sein. Ja, Räuber Yumi. Oder Fujin Yumi, alles klar. Das ist echt mega stark. Der olle Bogen, warum ist der so stark? Ah, voll Headshot, ey. So, war da leicht. Jetzt kriegt der auch so eine neue Funktion, eine neue Fähigkeit auf Level 15. Was hat er denn? Bogenspezialist. Bogenspezialität. Das macht was? Fügt plus 5 Schaden zu, wenn die Einheit mit einem Bogen angreift. Damit was soll er ansonsten angreifen? So, ist auch wieder auch total toll, ne? So, okay, jetzt hier. Alter, Eisen-Yumi haut richtig rein. Hat unser erster Kinshiritter-Einsatz. Obwohl wir auch schon die andere hatten, ne? Aber egal. So, der kann auch ein bisschen zu uns fliegen, was auch nicht schlecht ist. So, die sind alle mega schwach, dann sollen die mal herkommen. Kann ich überhaupt durch? Kann hier gar nicht durch, ne? Nee. Also müssen eh alle zur anderen Seite. Okay, dann machen wir das mal. Swoot! Ist das mal voll geheilt? Oder muss ich hier, komm ich hier, doch, hier sind alles hier normale Wege. Ja, jo, nur hier oben kann ich nicht durch. Na gut, dann locke ich die trotzdem mal an. Items, Drachenstein Plus. Ich will die trotzdem anlocken. Sie hilft dabei. Zack. Und die helfen auch. So. Inzwischen Ryoma. Was ist schon los, Mann? Sehr schön. Kommt alle her, Mann! Ryoma flippt voll aus. Ja, so ist er nun einmal. So, aber er ist nicht allein. Okay. Na, was willst du denn? So, ihr könnt ja mal Drachenbiss oder sowas mal ein bisschen öfter triggern. Wow. Dann halt nicht. So, jetzt kommen die ja alle an. Aber was soll's. So. Heilerin ist immer dabei. Daneben. So. Jetzt hat auch sein Schild voll. Not bad. Not bad. Ja, schön Training hier. So. Wir kriegen auch nicht down. Mann. Dann kriegen die anderen. Hauptsache schön Schwächen, ne? Vorschwächen ist ja auch immer gut. Boah. So, oh, sie kommen, Leute. Sie kommen. So, warte mal, wer ist denn hier noch im Anschlag? Jetzt kommt nur der. Den kann ich sogar abschießen, weil dann kein anderer kommt. Ja, das ist gut. Das ist doch gut. So, ich will ja, dass sie auch hier ihre Fähigkeit mal bekommt. Mit Level 15. Mal gucken, was sie denn hat. So, in petto. So. Not strong enough. Yeah, aber du jetzt. Ja, Level up. So, naja, schwaches Level up, aber bannender Hieb. Was denn Banderhieb? War das nicht das, dass sie mehr Resistenz denn kriegt beim Angriff oder sowas? Ne, er leidet minus 20 magischen Schaden, wenn sie einen Angriff einleitet. Cool. Also ja, in gewisser Weise mehr Resistenz. So, wie sieht's jetzt hier aus? Kriegst du den down? Oh je. Yeah. So. Los, Kana. Dann bam bam bam. So. Und das war ja lustig. Und level up. So, Stärke und Verteidigung, sehr schön. So, langsam. Oh oh.
Wer kann jetzt hier angreifen? Achso, hier unten. Okay, den will ich mir sowieso noch schnappen. So, wartet mal. Hoppala. Kurz markieren. Markieren. So, von denen kann hier keiner in die Nähe kommen. Das ist alles gut. Von denen hier auch nicht. Von denen... Okay. Alter, ich habe genau den Platz hier da für den Bogen. Genau hier. Oh Gott. Und er schafft es nicht. Er schafft es nicht. Er ist so ein Lappen, dass er es nicht schafft. Och, Mann. Na gut. Dann, was soll man dazu sagen? Sonnenlicht. La, 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 la. So, Ryoma, bist du ready? Na klar, Mann! Dann soll ich ihn noch mal kurz besingen oder so, dass noch ein bisschen mehr hier. Die ganzen Defense-Lappen, Alter, wisst ihr, die können alle mal kommen. Die können eh nichts machen. Was war das denn jetzt? Ah, egal. So, was mach ich jetzt mit ihm hier? Du solltest eigentlich... Na okay, aber die eine Figur hier, die hat wie viel Angriff? 29 gerade mal. Sie hat 22... Ja, okay, das hält sie aus. Alles klar, das hält sie aus. Dann, rede doch mal mit deinem Papa, mit deinen Eltern. So, hallo! Na, ich hab dich, Kiragi! Papa, ich wusste, du wirst kommen! Hm, tut mir leid, dass ich so spät komme. Du musst Todesängste ausgestanden haben. Nö, ich wusste, dass du wirst mich retten. Wie bitte? Dann, da war doch klar. Du musst dir den riesigen Bären ansehen, den ich erlegt habe, Papa. Ja, richtig. Großer Bär. Toll. Aber, sollten wir nicht zusehen, wie wir hier heil wieder rauskommen, mein Sohn? Ich bin vor allem bereit, Pap. Okay. Er ist zu allem bereit, Leute. So, hier sollte, sie sollte das, sie steckt sowieso alles weg. Kann ich noch was hier machen? Nö. Na gut. Dann, still waiting? Still waiting. Oh, oh, oh. Sie greift... Was? Sie greift echt lieber die Einheit an, wo sie keinen Schaden kriegt. Obwohl, achso, schon wieder wegen Waffeneffekt. So, der kriegt doch keiner down, oder? Keine Ahnung. So, jetzt muss ich erstmal Ryoma wieder richtig ausrasten. Los, Ryoma. Du bist einfach mega lächerlich OP, ey. Aber war die ganze Zeit schon. Ja! Alter, 120 Damage. Na, ich werde nie wieder verlieren. Und die Erfahrungspunkte, die er trotzdem kriegt, ey. Jetzt schon Level 18. Boah, hat noch mehr Geschwindigkeit, ey. Hau mal rein, ey. Boah, so. Okay, habe ich jetzt hier noch irgendwelche anderen gefährlichen Konsorten dabei? Okay, gut. Dann kann ich ja mal hier schön... Takumi! Alter, er ist ja Level 14. Alter, er ist durch den Erdschaftssiegel einfach mal Level 14 geworden. Das ist ja übel. Naja. War das bei den anderen auch schon so? Mir war immer so, dass die halt dann so Level 6 sind oder sowas, aber... Ist ja krass. So, dann kann ich die nochmal besiegen, dann machst du noch den anderen kalt. Während Ryoma einfach wieder nach vorne stürmt. Obwohl, warum trainiere ich eigentlich den? Ich muss ja hier wieder trainieren, ne? Oder hier natürlich Sakura. Mann, die hat immer noch nicht, ihre Fähigkeit. Die muss ich eigentlich trainieren. Okay, gut. Muss ich mir merken. Sakura darf nicht zu kurz kommen. Die muss noch ihr Level abkriegen. Mit Magieabwehr ist schon cool, ey. Wenn das auch so funktioniert. Ja, cool. Wenn es so funktioniert, heißt das natürlich, ne? So, Ryoma, wen willst du mal jetzt hier... Lock mal die hier alle an. Ist doch kein Problem. So, sie steht auch schon bereit. So. Geht's alles klar? Ich glaube, hier kann ich auch gleich gehen. So, Kana, wie sieht's aus? Meine Tochter. Alles schlecht. Okay, Moment mal. Vielleicht kann hier Saizo helfen, ein bisschen zu schwächen. Kann er, aber wehe, du machst jetzt irgendwie einen Crit oder so einen Scheiß. So, null Crit-Chance. Los, Mann! Wehe, du machst Exitus. Das sind jetzt nicht deine Erfahrungspunkte, Saizo. Okay, gut. Nochmal schön einen reingewirkt mit Gift. So, und Doppelkatana von Kana. Ja, ja. Oh, so. Alles klar. Boah, die Erfahrungspunkte. Das muss ich halt bloß mit denen hier irgendwie nochmal rauskommen. Also sie kann hier rüberfliegen. Sie kann jetzt gleich zu den anderen stoßen. Aber die anderen müssen halt echt hier rüber. Na gut, was soll's. Jetzt bin ich mal gespannt. Also sie wollen echt nochmal, sie wollen es echt drauf anlegen, Ryoma anzugreifen. Leute, er ist zu mächtig. Er ist voll die lächerliche OP-Einheit. Und er wird trotzdem noch so hart belohnt mit Erfahrungspunkten. Ey, jawohl, jetzt ging's wieder. Das war jetzt nicht so krass hartmäßig, ne, aber...
So, komm, wir hauen ab. Wechseln, safety first, ne? Lass uns alle abhauen. So, sie hat 8 Schritte dadurch, cool. So, jetzt steht sie natürlich hier ein bisschen ungünstig, oder wohl? Ach, Mann, Mist. Sie schafft's nicht. So, können sonst hier noch welche ankommen? Nö. So, nee, dann mach du das mal. Aber trotzdem auch schon ein bisschen weiter nach vorne gehen, aber das mal nicht zu weit, ne? Lieber nochmal schön gucken. Okay. Bis hierhin kann ich aber. Fujin Yumi, Alter, 60 Grunddamage. Alter, ihr habt's doch überhaupt schon mal. Das ist bisher der stärkste normale Angriff. Obwohl, halt, normal ist es ja auch nicht, ne? Wenn ich hier. Das ist ja effektiv gegen so eine Typen. So, könnte Sakura eventuell. Ja, okay, kann sie. Ach so, wow. Okay, hier ist auf jeden Fall eine andere Nummer. Hier kannst du auf jeden Fall doppelt reinballern, richtig viel. Oh, let's go, Mann! Erstmal daneben. Egal. Oh, bitte, Entschuldigung, Mann. So, jetzt bin ich mal gespannt, ey, ob ich das irgendwann nochmal einsetzen kann, dass sie so einen Magie-Konter hat. Weil der richtig cool ist. Ja, Magiespiegel. So, das Feld lichtet sich. So, und Ryoma natürlich. Ihr wisst Bescheid. Da brauche ich gar nicht mehr hingucken, wer da kommt. Der lockt einfach die Leute an. So. Versuche noch ein bisschen singen. Wir waren jetzt hier auch bald. Level 35. Ist so übel, ey. Ein bisschen Lack noch. So. Ich pass mal auf, Mann! Oh, weia, ey. Let's finish this. Zack. Alter, Takumi-Son! Ja, Ryoma, ganz ruhig. Sein Sohn ist wenigstens in Sicherheit, weil auch wenn er ein bisschen sich komisch anhört, er war nicht so blöd wie dein Sohn Jiwo. Muss man echt mal sagen. So, inzwischen hier oben. Schnell, Leute, macht doch mal hin, Leute. Sie kann richtig viel laufen. So, ein bisschen wird man ja jetzt schon aufgehalten. Hier ist der Boss. Hat er denn da? Herbstfest. Okay, gut. Oh, ich weiß halt, wo ich gerade die Reichweite gesehen habe. Oh, ich weiß gar nicht, ob das hier überhaupt in dem Spiel oder allgemein in Fates so etwas gibt. Aber ich erinnere mich gerade sehr, sehr schmerzlich an die Waffe, an den Stab Falle. Der war übel, Alter. Der konnte nämlich einen Gegner dich einfach zu sich porten. Und das war mitunter echt unerfreulich. Sehr unerfreulich. Aber naja. So, los, Sakura. Du bist OP, Mann. So, rest in peace. Wie übel. Was ist aus der Kleinen nur geworden? So, dann nochmal. Und Ryoma lockt die einfach wieder an. Ist doch klar. Tschüss, Mann. Yo. So. We can do this, Mann. Boah. Bitte vergib uns. Yeah, Level up. Level 16. Oh, Magie, sehr schön. Magie, also schöne Werte gestiegen. So. Mann, scheiße, bin hier so weit hinten. Okay, Takumi. Ja, ich muss die halt alle anlocken, ne? Das geht halt nicht anders. So. Dann nochmal hier ein bisschen die Geschwindigkeit boosten. Zack. So. Oh, oh. Könnte sein, dass jetzt ein bisschen viele kommen. Aber egal, wenn ich ein paar angreife, dann werden die sowieso immer sofort gekillt, ey. Ich töte ja sehr viel in der gegnerischen Runde. Alter, noch Level. Oh, Leute, er ist der Erste, glaube ich, der voll ausgelevelt sein wird. Bei 20 müsste Schluss sein für ihn. Bei Level 20. So, oh, oh. Oh, 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 jetzt kommen wirklich alle. Jetzt kommen sie alle. Na gut, ein paar kann ich gerne abballern, ne? So, Ryoma sowieso, der braucht ja keine Angst haben. Weil er die einfach so alle fertig macht. Egal, ob er trifft oder Astra macht oder einfach krittet. Wie so ein Bekloppter, Alter. So. Aber doch cool, Mann. So. Jetzt könnte natürlich hier noch Takumi ein bisschen welche killen. Aber dann würde er von einem angegriffen werden. Ja. Okay, ist kein Problem. So, erstmal komme ich hier noch ein bisschen nach vorne gerannt. Und wir auch, Mann. So. Also Takumi könnte halt den hier killen. Ja, und dann würde er aber angreifen. Aber hält das Takumi aus? Wie viel Angriff hat er? 33? Ist zwar eine Silberwaffe. Ja, das ist natürlich übel. Oh Gott. Aber das müsste er eigentlich aushalten. Hoffe ich mal.
Es kann auch wirklich kein anderer kommen. Lieber nochmal doppelt checken. Nein, von denen hier kann keiner uns erwischen. Sehr gut. Der auch nicht. Nur er hier ist dann ein Problem. Na gut. Nehme ich doch in Kauf. Oh je. Fujin Yomi. Oh, Critical Yomi. So, das war's. Und ein Level Up. Oh je. Da kriegt er sogar noch ein bisschen Verteidigung dazu. Sehr schön, tatsächlich. So, jetzt hat er 20 Verteidigungen. Dann soll der mal hier kommen mit seiner Silberwaffe. Kriegt nur 13 Schaden. Ist okay. Ich könnte auch noch den hier killen, glaube ich. Wenn ich jetzt hier singe, dann wird er trotzdem einmal angegriffen. Ja, dann wird er trotzdem einmal angegriffen. Oder soll das der Sohn machen? Der Sohn? Bist du verrückt? Er stirbt! Stimmt, der stirbt. Ich könnte auch sie machen. Oh ne, sie kann leider nicht so weit laufen. Nee, dann lasse ich es lieber. Hoppala, ja, ich lasse es lieber. Der soll mal hier kommen. Kann er gerne versuchen. Vielleicht greift er ja auch sie an. Okay, ja, also sie kann ich auch nochmal hinstellen. Der sollte gar nichts machen können. Zu wenig Damage. So, dann bleiben die mal schön nebeneinander stehen. Okay, na dann. Let's go. Und hier noch ein Level Up, ne? Nicht vergessen. So. Tada! Ja, Level. Level 35. Nochmal Verteidigung dazu. Und fremde Prinzessin wurde gelernt. Was ist das? Warte, was macht das? Neugierig. Komm schon. Fremde innerhalb von 2 Feldern erleiden plus 2 Schaden und verursachen minus 2 Schaden. Fremde. Auch richtig schön in Anführungsstrichen. Wisst ihr, das überhaupt keine Ahnung, was die damit meinen? Aber ist ja egal. So. Okay, Leute, let's go. So, erstmal treffen. Erstmal treffen, ne? Mit 34% muss der... Yeah. So, die Mission haben wir wenigstens im Kasten. Oh, jetzt kommt sogar der Boss an. Okay, Leute, ich würde aber sagen... mache ich die jetzt noch schnell zu Ende? Mache ich die schnell zu Ende? Jetzt brauche ich wirklich die Hilfe von allen. Glaube ich. Also Ryoma? Jetzt brauche ich echt die Hilfe von allen. Das könnte jetzt auch... Guck mal, hier ist eine Abkürzung durch den Wald. Also ich glaube, er könnte halt den Boss killen. Ach Leute, Mike im nächsten Part, würde ich mal sagen. Ja, im nächsten Part, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal machen wir das ja ganz schnell zu Ende. Ciao!